Whisky Jason hier aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, heute habe ich Ben Riach, heute habe ich ein Cask Edition Collection. Da waren 19 Single Malts für verschiedene Teile der Welt, was Brown-Forman jetzt hier rausgehauen hat, zusammen mit Rachel Berry. Also ich habe hier Fass Nummer 2569. Das war eigentlich nicht für Deutschland bestimmt, sondern für Belgien, Niederlande, Dänemark und die Ukraine. Irgendwie, glaube ich, war das Horst, der hat ein paar Flaschen bekommen. Ich habe 134 € bezahlt. Hätte ich das in Dänemark, nee, Dänemark, hätte ich in den Niederlande bezahlt, hätte ich ungefähr 20 € gespart. Also man versteht, welche Marge denn pro Flasche Horst ungefähr hat. Whisky Base 1800. 4,4. 59,8%. Echt Kork. Also, guck mal, wie groß der Korken ist und guck mal, wie wenig denn da ist über, denn da, was die Flasche abdecken soll. Das heißt, die Wände hier von dieser Flasche sind extrem dünn. Ach, extrem dünn, weiß ich nicht, aber dünn. Das war eine Oloroso Sherry-Fass. Und daraus gab es 580 Flaschen. Ich habe Flasche Nummer 400. 61 von 580. Jo. Also gleiche Etikett hier jeweils. Also die Dose ist einfach der Standarddose für alle 19 Abfüllungen. Da kommt einfach nur ein besonderes Etikett hier drauf und alles andere ist einfach nur Marketing, bla bla. Oh, Entschuldigung, hier hätten jetzt auch noch ein Etikett, der einfach sein muss. Mich fasziniert momentan die Etikettengeschichten. Und hier, okay, hier und hier ist natürlich, da sind. Tasting Notes ein bisschen hier drauf. Schauen wir mal. Color. Eine arabische Sonnenuntergang. Oh, wow. Gut, gut. Ich habe echt ein bisschen überlegt, welche Flasche kann ich hier rausholen, das denn zu vergleichen. Ganz kurz habe ich überlegt, eine Signature Vintage hier rauszuholen. Ein 20 Jahre alte Ben Riach. Allerdings, das ist 249 €. Hier sind wir nur bei 134 €. Und dann habe ich einfach mal überlegt, dann kann ich das als Vergleichswhisky dafür nehmen. Ich habe eine alte Flasche gefunden, da ist noch ein bisschen was drin. Das ist Aaron, specially bottled for and selected for Whisky Base. Das ist ein 19 Jahre alte Sherry's Hogshead from Aaron mit 54,4%. Hat 114 € gekostet, war sehr, sehr schnell weg. Immer wieder zu besonderen Anlässen. Macht Whisky Base ein paar Abfüllungen an. Ein, zweimal habe ich bisher schon zugegriffen, denn da. So, das ist für mich ein normaler Korken. So, da ist irgendwie ein bisschen da ringsherum. Das ist hier für mich ein bisschen ein Korken, der funktioniert, aber merkwürdig aussieht. Also, ihr seht einfach, wie wenig Rand da ist. Also, gut. So, ich bin momentan auf dem Trip. Ich beschäftige mich extrem stark mit dem ganzen Thema Sherry. Und ich gebe eine vereinfachte Definition vom Sherry. Ja, inklusive Oloroso Sherry. Denn es gibt zwei verschiedene Sachen von Sherry. Im Grunde, es gibt die biologische Reifung, wo diese Florschicht darüber ist. Das ist Fino und Amontillado. Und es gibt einfach mal die oxidative Reifung, und das ist zum Beispiel unser Oloroso, unser Palo Cortado, unser PX. Und das heißt, diese Farbe kommt durch Oxidation, das heißt buchstäblich eine Reaktion mit Sauerstoff, und das wird immer dunkler. Und woher kommt nun diese Farbe? Denn es im Grunde ist, Definition vom Oloroso, Entschuldigung, Definition von Sherry ist ein aufgesprittetes Weißwein aus der Region um Jerez. Punkt. Mehr muss es nicht sein. Es gibt keine Altersangaben, die ich bisher gefunden habe. Wer weiß mehr, sagt Bescheid. Und es muss nur ein Weißwein, es kommt von der Palmino, ich muss noch lernen, Trauben, da sind 98% der Sorte, denn da der andere 1% ist im Grunde PX und 1% ist dann Moscatel. Und alles andere sind diese andere Trauben. Und ja, interessant, interessant, interessant. Ich tauche einfach mehr ein und lerne ein bisschen was. Vielleicht gibt es auch ein Sherry oder Whisky und ein Whisky und Sherry Vergleichverkostung bei mir. Und ja,
Schauen wir mal. Und das heißt, dieses Whisky von Benriach reifte denn dort tatsächlich 15 Jahre da drin. Am 10. Juni 2005 wurde diese Fass abgefüllt, Entschuldigung, destilliert und irgendwann in 2002 abgefüllt. Also vielleicht kann ich tatsächlich anhand hier von der, oh, hier haben wir das, die Information. Der wurde am, oh, das ist interessant, am 16. Dezember 2020 abgefüllt. Warum das in Whisky Base nicht drin steht, weiß ich nicht. So, 134 € habe ich schon bezahlt, habe ich bezahlt. Und es gab insgesamt 19 davon. Der richtige für Deutschland habe ich irgendwie gänzlich verpasst. Sorry. Also schauen wir mal, was das von Benriach. Vielleicht kommt es noch, vielleicht ist es schon da und schon weg. Weiß ich nicht. Farblich, man merkt, das war ein Refill. Das war ein Sherry Hogshead. Und ich glaube, das war auch ein Refill. Man merkt hier dunkel, dunkles, schönes Braune. Und da ist viel, viel heller, ja. Nase. Wonach ich suche bei Oloroso momentan ist diese nussige Momente. Durch die Oxidation, diese Luftoxidation mit dieses Weißwein, sollte es immer und immer ein bisschen nussiger sein. Ja, die Trauben heißen tatsächlich Palomino und da muss ich noch dazu lernen. Ob ich Nussigkeit hier kriege. Ein bisschen ein Beispiel war bei ein paar Sherry-Verkostungen. Stell mal vor, du nimmst einen Weißwein, du tust es einfach nicht im Kühlschrank und 3, 4 Tage kommst du wieder zurück und der kippt schon ein bisschen. Da wird eine nussige, pilzige Moment, also Champignon-mäßig, Trüffel vielleicht ist zu stark, aber nussig und Pilz und dann irgendwann kippt er ganz. Und das wollen wir nicht. Also die 59,8% springen mir nichts raus aus dem Glas, sondern das scheint sehr, sehr gut eingebunden zu sein. Und da wiederum frage ich mich, wenn man eine Single Cask Edition oder Second Single Dash Single Cask Edition Collection rausbringt, für 19 Fässern. Okay, Rachel, was hast du hier vor mit uns? Ja. So, da war für zum Beispiel, da war ein Virgin Wood Barrel dabei, keine Ahnung, für Frankreich und Belgien, da war ein Masale Fass für Italien, da war hier unser Fass, da war ein Rum Fass hier für nur der Benriach Besucherzentrum und Schottland, da waren zwei PX Puncheons dann da jeweils getorft, da war ein Port Pipe getorft, da war ein Madeira Hogshead getorft. Da war ein Oloroso Puncheon an, nicht getorft für Osteuropa. Da war ein Muscatel Hogshead ungetorft für Niederlande. Und da gab es ein Pedro Ximénez Puncheon ungetorft hier für Deutschland, Österreich und Schweiz. Dann ging es weiter hier nach China, also Pedro Ximénez Fass, ein Oloroso Fass. Nach Israel ging ein Bourbon Fass, interessant. Südostasien, was auch immer das bedeutet, gab es ein Pedro Ximénez PX Puncheon. Australien eine PH Puncheon anbietet. Neuseeland bekam ein Muscatel, also ein Muscatel. Also es oben gab es ein MO, ein Muscatel, und unten gab es ein MU, MU, ein Muscatel. Es gab ein Sauternes Barrique nach Kanada, interessant. Und es gab auch noch einen PX Puncheon, der nach China auch ging. So, lass uns sehen, wo ging die Peated? Also die einmal nach Peated gab es tatsächlich hier zweimal nach China, also dreimal nach China. Und es gab nach Andorra, Polen und Portugal hat ein Peated bekommen. UK hat ein Peated bekommen. Belgien, Zypern, Griechenland, Malta, Polen hat ein Peated. Frankreich hat ein Peated bekommen. Interessant, weil man sagt immer wieder, manche Länder mögen gerne getorft und manche andere mögen ungetorft. Also das heißt, wir mit unserer Flasche hier in Germany. Wo war das mit Germany 2? So, es war ungetorfte Pedro Ximénez, ist das, was sie dachten, würden wir am besten lieben. Interessant, interessant. Also, das war die Benriach Cask Edition Collection 2021 und wird nur von Fachhandel betrieben in ausgewählten Märkten global. So, gut. Genug geredet, genug Zeit im Glas gegeben. Ich fange jetzt hier an. Eine deutliche Sherry-Note. An der Nase sage ich einfach mal,
Ja. Genau. Richly sherried with fruitcake. Also reichliche Sherry mit Frucht, Stollen, Honig, Orangen, Schaar und auch noch Creme Brûlée. Naja, gut. Cheers. 59,8%. Lass uns sehen. 15 Jahre alt. Ein bisschen hart für mich. Und dann kühlt er langsam. So. Da ist eine leichte Säure. Acidity. Also diesem Wort viel. Es gibt zwei Merkmale bei Wein immer wieder. Es gibt mehrere, aber eine ist, wie süß, wie viel Zucker, wie viel Gramm pro Liter da drin ist. Und Odorlose halt unter 5 Gramm. Also 0 bis 5, das heißt, es ist ein trocken Weißwein im Grunde. Habe ich auch nicht gewusst. Und die andere Sache ist, wie viel Säure ist da drin. Auch das ist eine interessante Beobachtung, auch bezüglich Whiskys. Es ist süffig hinten raus. Der erste Eindruck hat mich nicht umgehauen, aber hey, dafür geben wir einen zweiten Eindruck hier. Kann diese Whisky mehr als nur mir einfach Sherry zu geben? Ich sage an der Nase eigentlich nicht. Was ich gerne gewusst hätte, denn das weiß ich natürlich hier nicht, ist dieses, ist es, genau da oben. Es ist ein Butt, ist das, ja, genau. Und ob diesem Butt denn europäische oder ob es amerikanische Eiche ist. Würde ich mich echt einfach immer interessieren. Schreib es bitte drauf. Falls möglich. Da kommt ein bisschen was durch vom Distillery-Charakter zusätzlich zu Sherry-Pracht. Ich kriege mehr eine leichte Mocke-Moment als eine vanillige Moment. Für mich Vanille ist amerikanische Eiche. Für Mocke ist das ein bisschen denn europäische Eiche. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher Richtung europäische Eiche so ging. Bin ich aber absolut hier nicht sicher. So, Official Tasting Notes schreiben jetzt hier getoastete Haselnüsse, bleibende trockene Früchte, Rosinen und eine Schoko Meringue ist hier dieses aufgeschlagene Eier. So diese Brisée, Schoko-Brisée, habe ich auch noch nie gehabt, aber eine gute dunkle Schokomoment. Hat was, hat wirklich was. Ist er 134 Euro wert? Nein. Ist er vielleicht sogar 118 oder 114 Euro wert aus Holland? Auch das bin ich nicht sicher, ob ich wirklich bereit wäre, so viel Geld dafür normalerweise auszugeben. Ich bin in einer Luxusveranstaltung jetzt hier, ja? Also ich kaufe eine Flasche, es wird sofort geteilt. Also bei mir entstehen nur Kosten für meinen Anteil davon und für mein Video. Also von daher kann ich mir solche Dinge immer wieder mal erlauben. Ich habe nur die Arbeit, das Ding abzufüllen und das zu verschicken. Manchmal habe ich tatsächlich mehr Whisky in letzter Zeit geteilt, dass ich abfüllen kann und Videos drehen kann und verteilen kann. Aber hey, ich komme irgendwann mal hinterher. Ja, dieser definitive Schokomocke-Moment ist für mich ein Hinweis auf europäische Eiche. Ich kann hundertprozentig daneben liegen, aber das ist okay. Ich werde noch einmal hier damit herumspielen. Also, der kriegt von mir auf jeden Fall eher ein 3+, als dass es denn eine. Und 3+, der hat richtig schöne, schöne Momente hier. Schöne, dunkle Momente. Wie ich gesagt habe, ein bisschen Wasser da rein, dann wird er für mich perfekt. Ich bin ein Weichei, also 59,8 ist sowieso, wo man denkt, da kann man, dann darf man Wasser reintun, ja. Preislich ist ein 3 minus minus. Also ich gebe noch nicht mal so ein 4.
Wo ist der Preis momentan für 15 Jahre alte, fast stark gereifte Ben Briach als eine Sherry-Fass? Also das findet man sehr, sehr selten. Und wenn ich was finde, der ist nicht 15, der ist 20 Jahre alt, dann bezahle ich noch 100 Euro obendrauf. Und da muss man einfach so sagen, ouch. Ja, also von daher, die Preise sind hier echt, was das Wahnsinn geworden. Es schmeckt besser, als es riecht. Ja, leichte Schokonoten habe ich. Ich habe ein Schokocroissant, habe ich, ganz ehrlich. Das ist nett, aber das ist nicht hier, wo ich wow sage an der Nase. Kleines bisschen von meiner Waldbeeren-Marmelade auf meiner Schokocroissant. Schön ist es. Jetzt habe ich mich einfach auf diese Schokonote irgendwie gehaftet, also geklettet. Also dieses Schoko-Croissant-Moment ist hier deutlich für mich. Eine ganz leichte Waldbeermarmelade, wie ich gesagt habe. Der Nase stimmt fast mit dem Geschmack überein, wobei der Geschmack ist für mich fast dreimal intensiver als was ich rieche. Vielleicht bin ich das, vielleicht ist das der Whisky, vielleicht ein bisschen schüchtern an der Nase, aber am Mund ist er einfach füllend ölig. Ich tendiere fast mal eine 3 plus, ein bisschen 3 plus plus zu geben. Sehr gut. Preislich 3 minus minus, alles okay. So, nur zum Vergleich für mich zu sehen, das war mein Control Whisky am Anfang, der Aaron. Ich war nie von diesem Whisky so angetan. Langsam lerne ich Aarons zu mögen mehr und mehr. Gerade die Bourbon-gereifte Dinge vom Aaron sind bombastisch und auch der Bodega Aaron ist Preis-Leistungs-Sieger auch in unserer Fassstärke Blind Challenge geworden. Da ist ein merkwürdiger, und es ist immer noch Fassstärke, ja. Wir sind hier bei 54,4. Der Alkohol kommt am Ende eher. Hier, also, wer gerne ein Schokobrötchen, also ein Schokocroissant haben möchte mit ein bisschen Waldbeermarmelade, ist hier wunderbar unterwegs. Äußerst komplex ist er nicht, aber der ist schon vielschichtig, bisschen, ohne es zu übertreiben. Bravo, bravo, Benriach. Schön, dass jetzt hier Frankreich, Belgien, Niederlande, Dänemark und Ukraine, interessante Aufteilung der Märkte, jetzt hier diese Whisky bekommen hat. Frage des Tages. Was ist deine Lieblings-Benriach? Also, es kann alte Abfüllungen sein, es kann neue Abfüllungen sein. Die haben eine ganze Range komplett umgestellt. Also, an Brown-Forman wird das mehr und mehr machen. Das ist sowieso für mich die Frage, ob die nicht beschlossen hätten zu sagen, hey, lass uns der Benriach unser Flagship sein und lass uns Glendronach eher unsere Massenmarke werden. Dann denkt darüber mal nach. Und Glasau habe ich keine Ahnung, was für Pläne die da haben. Supermarkt-Whisky momentan. Also schauen wir mal, wie das denn so ist mit Brown-Forman und deren Strategie für Single Malt Scotch Whisky. Kälte verträgt oder nicht? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Diese Flasche wurde geteilt durch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Auch der Link unten findet ihr in der Beschreibung. Falls ihr Probleme habt damit, schreibt mich bei whiskyjason@gmail.com. Wir machen das möglich. Und jeden Tag kommt ein Video hier raus. Beinahe 2000 Videos gab es schon. Und jeden Sonntagabend gibt es einen Livestream hier mit einem Gast und ein Thema und Interaktion mit euch. Es ist einfach schön, unterwegs zu sein. Alles Gute euch, Whiskey Jason. Ciao.